Der Alltagsanker. Dein Podcast für Halt in stürmischen Zeiten. Herzlich willkommen. Mein Name ist Eva Hochstrasser und ich möchte dich vielfältig inspirieren, deine Persönlichkeit zu entfalten. Mehr über mich erfährst du auf evahochstrasser.com. Und los geht's. Ja, hallo. Herzlich willkommen zu meiner 13. Folge Alltagsanker. Und heute geht es um Werte. Was ist das? Was unterscheidet echte Werte von falschen Werten? Und warum brauchst du Werte, um im Leben wirklich glücklich zu sein? Darum geht es in den nächsten 10 Minuten. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und wenn du meinen Alltagsanker noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du das jetzt tust und deine Lieblingsepisoden auch gern mit Freunden und Bekannten teilst. Nun aber los, mitten ins Thema. Als ich noch in meinen 20ern war, da hatte ich keine Ahnung, dass es so etwas wie Wertebewusstsein gab. Dass ich eigene Werte besaß, auch wenn mein Bankkonto rote Zahlen schrieb. Und dass ich zum Beispiel immer dann wütend wurde, wenn ein Wert verletzt war. Werte, dieses Wort, war für mich gleichzusetzen mit schickes, teures Auto, schicke, teure Uhr oder extrem stylisches und deshalb ultra teures Haus mit Garten. Also unerreichbar. Werte hatten also in meinem Hirn immer etwas mit Sachen zu tun, die man kaufen kann. Damit man dann jemand ist, der bewundert wird oder der dadurch einfach glücklich ist. Ich war also überzeugt davon, dass ich nur glücklich sein kann, wenn ich Dinge besitze. Und gleichzeitig habe ich das aber auch abgelehnt, weil ich wusste, dass das nicht die Wahrheit sein kann. Es war aber zumindest das, was mir die Wirklichkeit oder die Welt da draußen augenscheinlich gespiegelt hat. Die Dinge mussten teuer sein, sonst waren sie ja auch nichts wert. Und nachdem ich nichts besaß, was teuer war, war ich meiner damaligen Logik folgend auch weniger wert als andere, die schon mehr hatten. Kennst du das? Hast du auch mal so gedacht? Oder denkst du manchmal, dass du nichts wert bist, weil du nichts hast? Viele Menschen definieren das Wort Wert ja so, dass der Wert immer etwas mit einer Sache zu tun hat. Ob es dabei um das dicke Bankkonto oder die wertlosen Billigklamotten von der Stange sind, mit Wert wird immer auch Wertigkeit verbunden, also ein Gut oder Schlecht, eine Einteilung in toll oder gar nicht toll. Und dabei liegen wir ja auch gar nicht so falsch damit. Lass uns das mal näher betrachten. Auf Wikipedia, dem größten Lexikon der Online-Welt, wird das Wort Wert schon vorab verschieden kategorisiert. Wert kann eine Zahl sein, zum Beispiel ein Preis, oder auch ein mathematischer Funktionswert, ein Messwert, ein Größenwert oder auch ein Wirtschaftswert. Wert meint aber auch moralisch für gut befundene Eigenschaften und Qualitäten oder steht auch für soziale Normen und Ideale. Du kennst sicher auch die Begriffe christliche Werte oder Sittenwerte. Es geht also bei Werten einerseits um etwas Materielles, andererseits um eine ideelle Bedeutung. Und nachdem die Wissenschaft ja bereits herausgefunden hat, dass Materie dem Geist folgt, also dass aller Verstofflichung immer zuerst ein geistiger Funke vorausgeht, ja, wäre es irgendwie komisch, wenn wir uns jetzt vorrangig in dieser Episode auf die Ergründung materieller Werte stürzen würden, denn das wäre irgendwie so, als würde eine Symptombehandlung irgendwas an der Ursache ändern. Aber Moment, oft wird gerade das heutzutage ja noch immer geglaubt. Wir wollen aber wirklich tiefer gehen und die Wahrheit hinter den Dingen ergründen. Wenn du übrigens mehr zu diesem Thema wissen möchtest, wie und warum ein Gedanke
zu Materie wird, dann hör dir unbedingt meine Alltagsanker Episode 7 an. Bewusstsein wie Wissenschaft, Wissenschaft mit Dr. Phil-Magister Gernot Meyer. Doch zurück zum Thema. Wir können also die Sachwerte, Auto, Haus, teure Uhr oder Perlenohrringe, als Wirkungen betrachten, die irgendwo verursacht wurden, weil jemand dem eine Bedeutung gab. Und das wiederum hat mit den ideellen Werten der Personen zu tun, die nach dem Ursache-Wirkungsprinzipien diese Dinge in ihrem Leben manifestieren und eben davon überzeugt sind, dass sie glücklich sind, wenn sie diese Dinge besitzen. Aber sind sie das wirklich? Wenn ich viele Dinge besitze, dann muss ich sie ja auch in Schuss halten. Oder zumindest muss ich sie irgendwo lagern. Der Wertverlust eines Autos beträgt jährlich in etwa 5-6% des Neupreises. Ein Haus wird aufgrund von Witterungsverhältnissen und vielen weiteren physikalischen Grundprinzipien irgendwann baufällig. Und wenn ich auf eine Uhr draufhüpfe, dann ist sie kaputt, egal ob sie teuer war oder nicht. Und Geld an und für sich. Geld ist überhaupt gar nichts wert. Geld ist in unserer Welt nur mehr bedrucktes Papier, nicht mehr und nicht weniger. Wir müssen also, wenn wir vieles besitzen, Werterhaltung betreiben und immer wieder Kontrolle ausüben. An dieser Stelle zitiere ich sehr gerne den weltweit bekannten Bestsellerautor und Coach Stephen R. Covey, der sagte: Nicht wir kontrollieren unser Leben, sondern Prinzipien. Und solange wir eben glauben, dass wir nur dann etwas wert sind, wenn wir Dinge besitzen, die gleichzeitig, also sobald wir sie haben, wieder an Wert verlieren, solange laufen wir gegen den Wind. Solange schwimmen wir gegen die Turbine, solange sind wir nicht auf dem Weg, die wahre Bedeutung hinter diesem Wort zu begreifen und zu beginnen, echte Werte in unserem Leben zu fokussieren. Dann hört nämlich auch dieser anstrengende Kontrollzwang auf, der uns davon abhält, glücklich zu sein. Wir müssen ja ständig irgendwas kaufen und dann müssen wir aber vorher zuerst das verdienen, damit wir es dann kaufen können und so weiter und so fort. Wenn wir damit aufhören, dann können wir endlich Vertrauen ins Leben haben, in den Fluss der Dinge, dass alles da ist, dass wir den Moment genießen und nicht ständig mit dem Werterhalt, Wertverlust und Werterwerb beschäftigt sind. In meiner normalbürgerlichen Beamtenfamilie bestand ein wertvoller Tag aus gemeinsamer Zeit, aus harmonischer Stimmung, vielleicht einer Kerze am Tisch, eine Tasse warmer Tee, aus guten Gesprächen und ein paar Minuten am Kaminfeuer, mit einem schönen Song aus dem CD-Player. Für mich als Kind war ein wertvoller Tag, wenn ich viele Stunden im Wald verbringen konnte oder auf der Wiese und wenn die Blumen in meinem Beet blühten, wenn ich am Tisch saß und Bilder malte oder auf der Schaukel saß und schaukelte und so laut sang, dass sogar die Leute im Dorf noch meine Lieder hörten. Wert hat also nicht immer etwas mit Dingen zu tun, sondern vor allem mit unserer Einstellung und Ausrichtung. Worauf stellst du dich ein? Wonach richtest du dich aus? Echte Werte sind wie ein Kompass, der dir die Richtung zeigt, an welchen Idealen, Normen und Vorstellungen richtest du dein Leben aus? Wo bist du angebunden? In welchen Systemen bewegst du dich? Und wo leistest du damit einen Beitrag? Welche Dinge, denen du deine Aufmerksamkeit schenkst, machen dein Leben wirklich wertvoll? Du weißt ja bereits, dass sich fast alle Logik, die dein Weltbild ausmacht, in deiner Kindheit geformt wurde. Sogar schon im Mutterleib während der Schwangerschaft können sich Emotionen in deinen Zellen abspeichern
Später können dann Denkmuster übernommen werden oder konstruiert werden und damit konstruieren wir eben die subjektive Wirklichkeit. Unsere Glaubenssätze, die formvollenden dann das ganze Weltbild noch, indem wir dann täglich das bestätigt bekommen, was wir sowieso denken. Und das heißt, das, was wir wertschätzen, ist das, was wir gelernt haben, wertzuschätzen. Das, was in unserer Familie eben als wichtig galt und als gut erachtet wurde. Was ist wertvoll? Was verdient Aufmerksamkeit? Was ist okay? Und was ist böse und schlecht? Und wenn wir uns da weit außerhalb der gesellschaftlichen Norm bewegen, dann fühlen wir uns vielleicht sogar als Außenseiter oder werden vielleicht von außen seltsam angeschaut. Werte in diesem Sinn bergen also auch viele Verstrickungen mit Emotionen. Und wie ich eingangs schon kurz erwähnt habe, hat zum Beispiel die Wut etwas mit Wertverletzung zu tun. Oder die Trauer, dass ein Wert verloren geht. Wie sieht es also mit deiner eigenen Wertschätzung aus? Wurdest du bedingungslos geliebt? Und wurdest du gesehen von deinen Eltern? Oder schenkten sie dir ihre Aufmerksamkeit nur dann, wenn du besonders brav warst oder vielleicht außerordentlich krank, weil sie sich dann um dich kümmern mussten? Und wie sieht es mit deinen eigenen Kindern aus, falls du welche hast? Wie viel Wertschätzung lässt du ihnen zukommen und wann? Gerade wenn wir keine echten Werte im Sinne einer weitsichtigen und ideellen Ausrichtung haben, erleben wir die Symptome davon, so wie sie in unserer Gesellschaft eben erlebt werden. Stichwort Kaufrausch als Ersatzbefriedigung. Ich kaufe mir mal schnell etwas, damit es mir besser geht. Deshalb lautet mein heutiger Alltagsankertipp für dich: Ausrichtung. Setze tatsächlich Anker. Bestimme die Eckpfeiler deiner inneren Glückslandschaft. Denke in Tugenden, nicht in Dingen. Wann bist du wirklich aus tiefstem Herzen glücklich? Was ist das Wichtige daran? Und was ist das Wertvolle in deinem Leben? In meinem Leben habe ich hier Werte wie Weiterentwicklung, Selbstbestimmtheit und Liebe definiert, weil ich es mir wert bin. Gerne begleite ich dich bei deiner Suche nach den wahren Werten in Form eines Coachings oder auch mit der Entwicklung eines systemischen Leitbildes. Alle Links und Infos dazu findest du in den Shownotes. Vielen Dank für dein Interesse und bis zum nächsten Alltagsanker. Der Alltagsanker. Dein Podcast für Halt in stürmischen Zeiten. Mit Eva Hochstrasser. Persönlichkeit entfalten. Infos, Online-Kurse und Beratung auf www.evahochstrasser.com.